Die Raumfahrt-News in 60 Sekunden. SpaceX hat seinen Startrekord von 2021 geknackt und das schon im Juli 2022. China schickt erfolgreich zweites Modul zur chinesischen Raumstation. Relativity und Impulse wollen als erste Privatfirmen eine Marslandung 2024 erreichen. Schaden an James Webb 120 Mal stärker als vorab berechnet. NASA nennt drei Startdaten für SLS ab Ende August. Stärkerer flugfähiger Booster-Test in Utah. Explosionsursache an SpaceX Starship gefunden. Das und noch viel mehr klären wir heute in den Raumfahrt-News. Wenn dir Raumfahrt-News gefallen, Like da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit der Algorithmus auch weiß, du willst die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. SpaceX hat am Freitag, den 22. Juli um 19.39 Uhr MESZ von Vandenberg, der Space Force Station dort, eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten gestartet. Dieser Flug war als 32. Start im Jahr 2022 ein neuer Rekord für SpaceX, für die meisten Starts in einem Kalenderjahr. Und dabei ist er erst Juli. Der vorherige Rekord mit 31 Starts wurde letztes Jahr aufgestellt. Ob es SpaceX auf die von Elon Musk möglichen 60 Starts dieses Jahr schafft, das bleibt abzuwarten. Kleine Besonderheit bei diesem Start: Der Start wurde einen Tag vorher, keine Minute vor dem geplanten Liftoff, abgebrochen, da ein Backup-Ventil in der R-Stufe einen falschen Wert angezeigt hatte. Das Problem konnte ganz offensichtlich aber behoben werden. Die Starlink-Nutzlasten wurden erfolgreich auf ihren polaren Orbit geschoben und der Booster ist auch erfolgreich gelandet. Am Sonntagmorgen ist um 8.22 Uhr MESZ von Wenchang, dem südlichsten chinesischen Startplatz, eine Langer Marsch 5B aufgebrochen. Der Start war erst der dritte Start dieses Raketentyps. Der vorherige hatte 2021 das Kernmodul der chinesischen Raumstation in den Orbit gebracht. Auch der aktuelle Start war für die chinesische Raumstation. Das Wentian-Forschungsmodul ist das zweite Modul der Raumstation, die noch in diesem Jahr mit dem Mentian-Modul als 3-Modul-Raumstation fertiggestellt werden soll. Start und Aussetzen der Nutzlast verlief erfolgreich und noch am selben Tag dockte das Wentian-Modul, das ähnlich zu russischen Modulen über einen eigenen Antrieb verfügt, an dem Kernmodul der chinesischen Raumstation an und wurde bereits von der aktuellen chinesischen Crew betreten. Neben Experimenten und einer stärkeren Energieversorgung für die Station hat das Wentian-Modul unter anderem eine Luftschleuse für Außeneinsätze und 3 Crewkabinen an Bord. Durch die 3 zusätzlichen Kabinen wird die mögliche Besatzung auf 6 erhöht, was fliegende Wechsel und somit eine dauerhafte besetzte Station ermöglicht. Am Sonntagmittag um 15.38 Uhr MESZ hat SpaceX eine weitere Ladung Starlink-Satelliten von Florida aus gestartet. Bei bestem Wetter ist die Falcon 9 in den Himmel gedonnert. Die Nutzlast wurde erfolgreich ausgesetzt, was die bisher gestarteten Starlink-Satelliten auf fast 3000 erhöht, wobei man etwa 10% der gestarteten Satelliten nach Ausfällen wieder in die Atmosphäre eintreten ließ und die dann verglüht sind. Die Boosterlandung war erfolgreich und wir durften uns im Livestream über ein unterbrechungsfreies Bild vom Booster und Droneship freuen. Weitere News der Woche im Überblick. Die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti hat ihren ersten Außeneinsatz absolviert. Damit ist sie die erste Europäerin, die eine EVA durchgeführt hat. Herzlichen Glückwunsch! Mehr Frauen braucht das All. Die nächste Besatzung von Blue Origin's New Shepard wird übrigens zu einem Drittel aus Frauen bestehen. Fun Fact: Mit Sarah Sabri wird der erste ägyptische Staatsbürger eine ägyptische Staatsbürgerin. Das ist nochmal allerhand. Hier nochmal die Erinnerung, dass Deutschland aktuell noch nicht mal eine Frau in der aktiven Astronautenausbildung hat. Mit Mario Ferreira wird auch der erste Portugiese die Grenzen zum Weltall überschreiten. Ja, alles nur suborbital, aber bevor du nicht orbital geflogen bist, würde ich hier nicht einen auf dicke EVA-Hose machen. Apropos Blue Origin. Das vom ehemaligen Blue Origin-Ingenieur gegründete Relativity Space steht mit dem Erstflug seiner 3D-gedruckten Terran 1 nicht nur davor, in den Club der orbitalen Startups aufgenommen zu werden, sondern plant mit der Firma Impulse als erste Privatfirma 2024 eine Nutzlast zum Mars zu schicken. Ob das den beiden Firmen vor SpaceX gelingt, bleibt abzuwarten. Was einen aber aufhorchen lassen sollte, ist, dass Impulse von Tamala, dem genialen Triebwerksentwickler der Falcon 9 und der Dragon-Raumschiffe, gegründet wurde. Das Ganze ist mit Sicherheit auch so ein bisschen so ein PR-Stunt, um im Gespräch zu bleiben. Aber je verrückter die Projekte des New Space, umso unterhaltsamer, oder? Und hier vielleicht mal ein Tipp an die ESA. Klopft doch mal bei Tom an, ob er für den gestrandeten Rosalind Franklin Rover von ExoMars keine Landestufe bauen kann. Mit über 1700 flugerfahrenen Merlin-Triebwerken bei 167 SpaceX-Starts und dazu über 133 Booster-Landungen hat der Mann definitiv mehr Erfahrung als jeder andere auf der Welt. Fachkräfte. Es ist ja heutzutage so schwer, an gute Leute zu kommen. Sollte dich und deine Firma ähnliche Sorgen plagen, ja, habe ich vielleicht die Lösung für euch.
Ich erarbeite gerade mit ein paar kleinen und mittelständischen Raumfahrtunternehmen ein Konzept für Stellenangebote auf Senkrechtstarter, die sich direkt an die technisch interessierte Senkrechtstarter-Community richten. By the way, übrigens die beste der Welt. Auch wenn ihr keine Raumfahrtfirma seid, ist das kein Showstopper. Schreibt mir einfach mal an mo.senkrechtstarter@gmail.com und wir schauen, wie wir euer Team vielleicht mit Senkrechtstartern ergänzen können. Hashtag Team Space. Ist es nicht cool, dass jetzt nach SpaceX und Rocket Lab als etablierten Raumfahrtunternehmen aus der Startup-Szene schon die zweite Generation an Raumfahrt-Startups kurz vor ihren Durchbrüchen stehen? Klar, werden nicht alle in 5 Jahren noch da sein, aber die Dynamik, die ist schon beeindruckend. Das bringt uns zu den deutschen Startups, die es hoffentlich ja alle über das Startup-Stadium hinaus schaffen. Wie die Woche bekannt wourde, wird ESA Aerospace auch von Kourou in Französisch-Guyana aus starten. Der von der französischen Cnas betriebene Startplatz hat mit der Äquatornähe mit Sicherheit Vorteile für bestimmte Umlaufbahnen. Achtung, Vorsicht, das ist jetzt meine Meinung, mit Sicherheit ein politischer Move. Deshalb auch die Forderung, dass die europäische Internetkonstellation von EU-Territorium gestartet werden muss. Hintergrund, die französische Raumfahrt hat den New Space komplett verschlafen. Nach Soyuz und Ariane 6 Startplatz hat Frankreich ein großes Interesse daran, noch weitere Milliarden in der ehemaligen Strafkolonie zu versenken. ESA Aerospace, ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Die Logistik wird richtig nerven und ich bin mir sicher, ihr wisst auch bald, was auf Französisch, das haben wir hier schon immer so gemacht, heißt. Die Zeit titelt, ESA Aerospace darf aus Kourou starten. Ja, ich würde sagen, Sieg der Politik, ESA muss aus Kourou starten. Aber ich lasse mir das gern von jemandem erklären, der Ahnung hat und nicht, wie ich, einfach nur eine Meinung. James Webb in aller Munde. In den letzten News hatte ich ja noch über die ersten grandiosen Bilder vom James Webb-Teleskop gesprochen. Und nun musste ich erfahren, dass der Schaden am Hauptspiegel C3 durch einen Meteoroiden schlimmer war als bisher bekannt. Es war bereits der 6. Einschlag auf einem der Hauptspiegel. Ja, von dieser Anzahl, da war man grundsätzlich zwar statistisch ausgegangen, wovon man aber nicht ausgegangen war, war diese Stärke des 6. Einschlags. Der fiel laut dem nun veröffentlichten Paper 120 Mal so stark aus wie vorher modelliert. Die gute Nachricht, das Teleskop kann aktuell trotzdem weiter seine Beobachtungen in nie dagewesener Qualität durchführen. Es bleibt aber zu hoffen, dass dieser heftige Einschlag ein statistischer Ausreißer war. Die NASA hat Startdaten für das SLS veröffentlicht. Sollte das Startfenster Ende August erwischt werden, sind folgende 3 Starttermine möglich. Also bitte mitschreiben. Der 29. August um 14.33 Uhr, der 2. September um 18.48 Uhr und der 5. September um 23.12 Uhr. Alle Uhrzeiten nach unserer Sommerzeit, also MEST. Das geht ja dann doch jetzt schneller als gedacht. Auch wenn ich ja nicht wirklich an eine SLS-Weiterentwicklung glaube, wird fleißig an Upgrades entwickelt. Einen sehr eindrucksvollen Test gab es letzte Woche in der Wüste von Utah. Die 5-segmentigen SLS-Booster sind ja die stärksten für einen Flug entwickelten Feststoffbooster überhaupt. In dem jetzt abgehaltenen Test wurde unter anderem ein neues Zündsystem und eine neue ablative Düse getestet. Auch wenn ich denke, dass die Tage von Feststoffboostern gezählt sind, handelt es sich ja doch um beeindruckende Technik. Wenn du mehr über Feststoffbooster erfahren magst und vor allem, was eigentlich der stärkste jemals gezündete Feststoffbooster war, dann schau unbedingt mal in mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Kommen wir zu SpaceX. Auch wenn man das Gefühl kriegen könnte, abseits vom Starship-Programm läuft es für SpaceX komplett rund, gab es letzte Woche eine Klatsche für SpaceX. Bei dem Transport der nagelneuen Falcon 9 R-Stufe für den Crew-5-Flug der NASA war die Klatsche dann so groß wie eine ganze Brücke. Ein Hauptgrund für die Abmessung der Falcon 9 ist ja die Möglichkeit, sie im normalen Straßenverkehr transportieren zu können. Bei einem dieser Transporte von der SpaceX-Zentrale in Hawthorne, Kalifornien, zu den Testanlagen in McGregor, Texas, hat der Sattelschlepper aber mit dem Booster eine Brücke geknutscht. Und so musste dieser Booster erst von SpaceX und der NASA untersucht werden. Laut einem NASA-Post haben sich die Schäden auf die Interstage beschränkt. Nach Austausch der beschädigten Komponenten und einem Stufentest in McGregor, Texas, wird der Booster dann in den SpaceX-Hangar am Pad 39A transportiert werden. Für mich hat der Booster mit Jeff Bridges seinen Spitznamen jetzt schon weg. Laut Alex vom NASA Spaceflight Team sind solche Brückenknutscher übrigens keine Seltenheit. Schon mindestens von 2 anderen solchen Knutschern wissen wir. Vielleicht sollte SpaceX darüber nachdenken, seine Lkw-Fahrer nicht branchenunterdurchschnittlich zu bezahlen. Wie würde meine Oma sagen, wer billig kauft, kauft doppelt. Der Start von Crew 5 wird voraussichtlich zwischen dem 16. und 30. September erfolgen. Besonderheit bei diesem Flug ist auch, dass alle vorwärtsgerichteten Draco-Triebwerke bei diesem NASA-Flug bereits vorher eingesetzt wurden. Hashtag Reuse or Die. Eine weitere NASA-Mission für SpaceX. Das nach unserem Discord-Mod Roman benannte Space-Teleskop wird voraussichtlich 2026 mit einer Falcon Heavy starten.
Okay, das mit Roman war natürlich Käse. Benannt ist das Infrarot-Wide-Field-Teleskop, vergleichbar mit der Größe von Hubble, nach der ehemaligen NASA-Chefastronomin Nancy Grace Roman. Ganz interessant ist das Preisschild. Während SpaceX für die Europa-Clipper-Mission der NASA, die ist 2024, 178 Millionen Dollar berechnet, sind es für das Roman, zwei Jahre später, ganze 255 Millionen Dollar. Vielleicht besteht die NASA aber auch auf der Falcon Heavy und SpaceX sagt sich, na, 2026, da haben wir doch das Starship schon längst am Laufen und haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Falcon Heavy. Entwicklung und Betrieb der Falcon Heavy haben sich als deutlich komplizierter herausgestellt als geplant und hätte man nicht schon bereits Starts an die US Air Force verkauft gehabt, hätte Elon Musk die Entwicklung der Heavy eingestellt. Dann lieber zur nächsten Rakete von SpaceX, das bringt uns zum Starship. Die Zündquelle für die Explosion vor zwei Wochen war laut Scott Manley wohl ein Stromgenerator zwischen Statisch und Starturm. Mensch Elon, hättest du mal stattdessen eine Powerwall installiert, anstatt einem Dieselgenerator. Aber wer den Schaden hat, der muss sich ja bekanntlich um den Spott nicht kümmern. Auch die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat angekündigt, dass sie die Explosion und deren Ursache untersuchen wird. Nichtsdestotrotz geht es in der Starbase natürlich weiter. Wie wir dank der hervorragenden Wide-Kamera von Chief wissen, wurden mehrere Starlink 2.0 Satelliten in die Integrationsbox verladen. Die werden wohl wirklich ernst machen und direkt die neuen Satelliten auf dem Erstflug im Starship mitnehmen. Vielleicht sind es aber auch Produktionsmuster, die ohnehin nicht viel taugen und mit denen man jetzt schon die Abläufe testen kann. Apropos Y, habe ich erzählt, dass Felix von What About It und die Y-Family nach Speyer zu unserem Space Creator Day kommen. Ich freue mich riesig, Felix und Steffi mal wiederzusehen. Wenn ihr auch schon immer mal die YouTuber des deutschen Hashtag Team Space im wahren Leben treffen wollt, dann freut euch auf den 23. Oktober im Technikmuseum Speyer. Speyer Ende Oktober, das ist noch ein bisschen hin, umso weiter, wenn man weiß, dass diese Woche tatsächlich mal keine Starts anstehen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wenn sich das noch ändert, gebe ich aber Bescheid. Dafür am besten neben dem Abo die Glocke drücken, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich live gehe oder ein neues Video raus ist. Ich muss mich auch bei euch noch entschuldigen, dass die News nicht pünktlich Sonntag 8 Uhr morgens erschienen sind. Es passiert gerade unheimlich viel hinter den Kulissen von Senkrechtstartern, was ihr natürlich nicht als Output mitbekommt. Aber keine Angst, der Moment, der hört nicht auf oder hat keinen Bock mehr. Es ist nur sehr, sehr schwer bei der Menge an Livestreams und Output, die ich generiere, langfristige Projekte anzuschieben. Ihr dürft euch weiterhin auf eine großartige Zukunft der Raumfahrt freuen und darauf, dass ihr an den Entwicklungen mit Senkrechtstarter hautnah dran seid. Hier auch nochmal ein fettes Dankeschön an die Patreons und YouTube-Kanalmitglieder, die mich monetär unterstützen und auch mal eine Woche überbrücken, in der kein neues Video kommt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.